Mein Name ist Uwe Dresen und ich bin seit 30 Jahren der Wirt von der Gaststätte Marlene in der Elberfelder Nordstadt. Und ich bin immer froh, die Leute sagen zwar Marlene zu mir, dass der Laden nicht Alter Turm heißt, sonst würden sie Alter Turm zu mir sagen. Und ich mache das an und für sich ganz gerne und ich würde das auch bis zu meinem Lebensende durchziehen und das ist, einer muss die Arbeit ja machen. Seit 85 heißt der Marlene, der sollte ursprünglich Skandal heißen. Damals bin ich ja nur andersrum gelaufen, mit Strapsen und Hüten und Gedönsrad und alles, so ein Blödsinn. Aber da war gerade diese Punkerbewegung in Wuppertal. Ich denke, wenn du den jetzt Skandal nennst, hast du sämtliche Punker da. Nichts gegen Punker, um Himmels Willen. Aber man wollte ja ein anderes Publikum ansprechen. Ich denke, dann machst du Marlene. Kind muss einen Namen haben. Und ich fand diese Preußin sowieso immer sehr androgyn und pflichtbewusst und von daher hat sich das so ergeben. Uwe habe ich das erste Mal vor 30 Jahren ein bisschen kennengelernt, aber erst richtig, als ich in die Nordstadt gezogen bin, vor 20 Jahren. Und bog fast um eine Ecke um und plötzlich stand diese Kneipe vor meiner Nase. Bin reingegangen und ich habe eines der tollsten, intelligentesten, witzigsten Menschen meines Lebens kennengelernt. War sehr beeindruckt damals, dass er zwei sehr wichtigen Sachen hinter der Theke hatte. Beide fingen mit B an, Baseballschläger und Brockhaus. Und wenn irgendein Thema aufkam, wo Uwe mehr wissen wollte, kam der Brockhaus raus. Und ein paar Mal kam der Baseballschläger auch. Du kannst keine Krawallschachtel mehr gebrauchen. Bin ja zu alt für, habe ich keine Nerven mehr für. Ist egal, was die verzehren, die fliegen. Nee, so ist das sehr schön. So ist das mittlerweile. Wir haben die schwierigen Fälle, die sind alle jetzt exmatrikuliert von uns. Und ne, so funktioniert die Sache. Meine Kellnerin viel zu beigetragen. Den müssen wir rausschmeißen. Ich sage, sei doch nett zu dem. Nein, der spinnt. Raus. Was mich an diese Kneipe so interessiert hat, so wirklich, ich kann fast sagen, gefesselt hat, war das Publikum. Und das Publikum war bunt, zu sagen, dass es bunt gemischt war, ist wirklich eine Untertreibung. Wir hatten Leute, die von der Straße kamen mit ihren Plastiktüten. Wir hatten Tänzer von Pina Bausch und Sänger von der Oper, Universitätsprofessoren, Leute aus der Nachbarschaft. Und ich weiß nicht, wo man diese Mischung sonst finden würde. Ist ja auch ein bisschen wie Theater, will ich mal sagen. Du hast den Tresen, ist wie eine Bühne und ich sage, meine Kellner, die können sich immer ausleben. Ich sage, du hast jeden Abend hier Premiere. Du weißt nie, was für ein Publikum kommt.